was treibt Deutschland an? Die Industrie natürlich. Aber heute bei meinem Besuch in München, ganz konkret, MTU Aero Engines treiben Flugzeuge an, zivile und militärische. Ich treffe hier Dr. Silke Maurer, die COO, und wir haben ganz viele spannende Themen, über die wir sprechen werden. Egal, wo man im Flugzeug sitzt, da wird immer erst geguckt, ist da so ein schöner mintfarbener Rand dran, und dann fühlt man sich gleich viel besser, dann kann man sagen, meine okay, Jungs und Mädels waren das. Also die Frage ist nicht, was kommt statt der Gasturbine, sondern was kommt dazu. Mhm. Triebwerke machen natürlich auch unheimliche Technologiesprünge. Zum Beispiel die Einführung des Geared Turbofans, die hat wirklich die Klimawirksamkeit um 20% reduziert. Sie leben ja die Europäische Union. Wie wichtig ist Europa? An Europa führt kein Weg vorbei. Und deswegen denke ich, ist es auch sehr wichtig, dass die Länder in Europa und dass die Wirtschaftsunternehmen in Europa in eine Richtung ziehen und wirklich intensiv zusammenarbeiten. Als Vorständin eines DAX-Unternehmens empfinde ich Europa sehr oft als überregulierend, statt als gestaltend. Und da wünsche ich mir deutlich mehr sinnvolles Gestalten in einer Weltpolitik. Ja, mehr Europa, aber halt richtig. Genau.